Das hier ist der populärwissenschaftliche Kalender von Skyway. Etwas, was ich im Ecofest bekommen habe. Ein Kalender, das wirklich es verdient, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Schaut euch, wie qualitativ er gemacht ist. Es ist wirklich viel Arbeit, nicht nur von der Qualität, sondern auch von dem Inhalt. Es geht um Erfindungen, um Errungenschaften unserer Zivilisation, auch über Skyway, die einzelnen Etappen, die so bei Skyway passiert sind, die ausschlaggebend waren im Leben von Junitzki. Zum Beispiel der 15. Juni 2001 wurde in Moskau, in Ozoi, eine Kleinstadt wie in Moskau, dieses erste begann die Tests mit dem ersten Modell der Skyway, der Junitzki-Transportsysteme. Dieses Buch gab es im Ecofest für alle Aktionäre, für alle Besucher, für alle Städtebewohner der Sky City. Entweder in Russisch oder in Englisch. Ich habe beide bekommen. War der Letzte, der diese Kalender bekommen hat. Und heute haben wir den 10. September. In diesem Kalender steht am 10. September etwas über den Kompass. Er wurde im 11. Jahrhundert in China erfunden. Im 11. Jahrhundert war der erste magnetische Gegenstand oder Modell hergestellt, was die Richtung, die Richtungsweisung vorgab, also die Himmelsrichtungen anzeigen konnte. Somit war das der erste Kompass. Und das alles war in der Han-Dynastie. In der Zeit der Han-Dynastie. Hier sieht man so ein Denkmal, wahrscheinlich aus China. In all diesen Dingen kann man sehr viel lernen. Man kann verstehen, um was es geht. Es geht um einen Prozess, um eine Entwicklung, um eine Optimierung. All das erwartet uns noch in diesem Jahr. Zu erfahren, was waren die ausschlaggebendsten Momente unserer Gesellschaft, unserer Wissenschaften, unserer Erfinder. Was hat uns beeinflusst? Was beeinflusst die Gesellschaft? Ich möchte diesen Kalender allen ans Herz legen und überhaupt das, was Skyway tut, mehr Beachtung schenken, mehr Zeit widmen, sich damit beschäftigen, ein Teil von Skyway zu werden, der Skyway Community und den Skyway zu gehen, zu der Sky World. Etwas, was uns definitiv schon sehr bald einholt und überholt. Herzlich willkommen in der Sky World.